Das ist der VPU-Blatter, den kennen die meisten. Ich habe nur ein Gewinde eingedreht, damit das Holzgewinde nicht so schnell kaputt geht. Hier hat man ein Metallgewinde, das hält also ewig. Entscheidend ist bei dem VPU-Blatter, was die wenigsten wissen, dass man beim Hereinblasen ganz kurz die Schraube auf sich zudreht, damit der VPU-Ton hinten einen abfallend wirkt. Das hört sich so an. Wenn man das nicht macht, dann antwortet der junge Bussard und dann weiß man, man hat was falsch gemacht. So nicht. Das kann man nachher beim Kitzangstruf machen. Da dreht man die Schraube entgegengesetzt, etwas fester. Das ist ein hervorragender Kitzangsthieb. Ein Klang so echt wie die Natur. Holz- und platinvernetzte Silikonringe bringen den natürlichen Klang für den Erfolg bei der Jagd. Perfektion durch Erfahrung. 40 Jahre lang habe ich alle Lockerinstrumente optimiert, um sie den hohen Anforderungen der Lockjagd anzupassen. Ausgereifte Instrumente. Alle meine Erfahrungen habe ich in die Fertigung eingebracht, sodass nichts mehr geändert werden brauchte. 60 Jahre Lockjagderfahrung in Ihrer Tasche.